Diese Spiele hier sind Spiele, die mir eigentlich super gefallen sollten, die genau mein Ding sind, weil sie irgendwie genau in mein Genre oder sowas passen, was ich gerne spiele, aber ich habe sie abgebrochen. Wenn man so viele Spiele im Regal hat, wie das bei mir der Fall ist, beziehungsweise wenn man noch einfach gerne ganz, ganz viele Spiele ausprobiert und durch viele Genres aktiv ist, sage ich mal, im Videospielbereich, ne, wenn man da sich einfach gerne ganz, ganz viele Sachen anguckt, dann gibt es auch immer mal wieder Spiele, die man abbricht, obwohl man sie eigentlich irgendwie gut fand oder sie irgendwie auch in das Genre passen, was man gerne spielt. Und von diesen Spielen gibt es bei mir tatsächlich so einige in meiner Sammlung, was grundsätzlich nicht schlimm ist, aber trotzdem wundert mich das ein kleines bisschen, dass ich diese Spiele hier nicht durchgezogen habe, beziehungsweise nicht lange gespielt habe. Also ich habe mal versucht, viele verschiedene Genres da reinzupacken. Normalerweise kann man da mal grundsätzlich schon mal vorne wegnehmen. Das ist sehr häufig, das ist mir aufgefallen, als ich eben so mein Regal da durchgeguckt habe, dass es sich häufig um Rollenspiele handelt. Denn eigentlich sind Rollenspiele mein absolutes Lieblingsgenre. Trotzdem gibt es da einige Vertreter, die mir zwar gut gefallen haben, die ich aber nicht beendet habe, aus irgendwelchen Gründen. Und diese Gründe versuchen wir heute mal hier ein bisschen zusammenzutragen und reden halt eben mal über solche Spiele. Details gibt es dann bei jedem Einzelnen. So, gucken wir mal. Beginnen möchte ich hier mit einem Spiel von der PlayStation 3. Und zwar ist es ein Spiel, was eigentlich, wie gesagt, voll auch in mein Ding reinpasst, weil alles bei diesem Spiel passt. Ich zeige es euch jetzt erstmal, bevor wir hier wieder stundenlang um den heißen Brei reden. Und zwar ist es Dragon Age. Ja, Leute, ey, Dragon Age ist eigentlich, wenn man sich das alles mal so anguckt, ne, es ist ein westliches Rollenspiel. Es geht um Drachen. Es heißt allein schon Dragon Age, ne? Es geht um Drachen. Es ist ein Mittelalter-Game. Es ist ein storybasiertes Rollenspiel vor allen Dingen auch. Ne? Das ist von BioWare, die ja für ihre Storys sowieso bekannt waren, zumindest früher. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so der Fall ist. Aber damals war das eigentlich, ja, wie sagt der Mirko immer, top-notch? Oder wie nennt er es immer? Ne, das war auf jeden Fall das Ding damals. Und ich habe das damals auch unbedingt spielen wollen. Hatte mir dann diese Ultimate Edition gekauft mit halt eben Dragon Age und ich glaube hier Awakening, das ist glaube ich das Add-on dazu. Das war hier mit dabei. Dieses Spiel habe ich begonnen damals und es hat mir auch mega gut gefallen. Ne, weil wie gesagt, das Setting stimmte, die Charaktere stimmten, der Einstieg stimmte irgendwie. Ich mochte das alles. Ich habe es aber abgebrochen. Relativ früh sogar. Und hierbei kann ich sogar noch einigermaßen sagen, warum das der Fall war. Denn es ist aus der PlayStation 3-Ära. Und wer meinen Kanal schon längere Zeit verfolgt, der weiß, dass ich zur PlayStation 3-Ära im absoluten Hoch war, was das Trophäensammeln angeht. Und bei diesem Spiel war es halt echt schwierig, beziehungsweise musste wirklich lange, lange dranbleiben, um dort die Platin-Trophäe zu erspielen. Und das hat mich damals tatsächlich sehr häufig abgeschreckt. Skyrim ist ein ähnliches Beispiel. Habe ich auch schon oft in Videos verwurstet, wollte ich deswegen hier jetzt nicht nochmal mit reinbringen. Ist ungefähr, also ist das gleiche Thema im Grunde. Denn auch da fand ich es einfach geil, das ganze Ding, das ganze Setting, Spiel, bar mit den Drachen und so. Habe ich aber auch aufgrund der Tatsache, dass die Platin-Trophäe einfach ultra lange dauert, abgebrochen. Ist vielleicht traurig in mancherlei Hinsicht oder viele finden das halt kacke, ne? Die sagen, oh, scheiß drauf, die Trophäen und so. Aber es war damals halt einfach so. Damals wollte ich Platin-Trophäen holen. Ich habe ja auch insgesamt, glaube ich, 46 Stück oder so. Klar, sind einige Kackdinger dabei, die man nur wegen den Trophäen gespielt hat. Aber es waren noch einige große Titel mit dabei. Zum Beispiel in Sacred 2, da habe ich es damals durchgezogen. Aber hierbei, irgendwie konnte ich mich dazu nicht durchringen damals und habe das dann einfach komplett abgebrochen. Sehr schade. Ich weiß auch nicht so genau, es kommt jetzt, glaube ich, demnächst irgendwie ein neuer Ableger davon. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Ist das wieder ein Singleplayer-Ding oder ist das irgendwas anderes? Denn da war ich mir jetzt unsicher. Und da das jetzt bald schon erscheint, wollte ich es mir nicht auch noch vorbestellen. Denn ihr wisst ja, momentan kaufe ich sehr, sehr wenig. Und dann ein Spiel zu kaufen, wo ich gar nicht weiß, was es ist, das lassen wir dann lieber mal. Deswegen Dragon Age, definitiv etwas, was ich eigentlich ultra genial finde, aber aufgrund des Trophäenthemas halt abgebrochen habe. Ich würde jetzt eigentlich sagen, das müsste ich mal nachholen. Ja, aber ganz ehrlich, wann soll ich das machen? Beim nächsten Spiel red langsam. Beim nächsten Spiel handelt es sich um eine Singleplayer-Story-Erfahrung, sage ich mal. Also quasi, ja, was heißt Erfahrung? Es ist schon ein großes Spiel. Es ist ein AAA-Game auch gewesen damals und hat viele, ja, überrascht, dass da doch so etwas rausgekommen ist. Und zwar ist es Marvel's Guardians of the Galaxy. Ein, wie gesagt, Singleplayer-Rollenspiel,
Deckungsshooter, storylastig, coole Charaktere mit dabei. Und hier muss ich auch sagen, warum ich das zu diesen Spielen zähle, die mir eigentlich sehr gut gefallen haben, weil es einfach auch mal ein Marvel-Spiel war, beziehungsweise es sind Marvel-Charaktere, die ich sehr cool finde. Es gibt mittlerweile nicht mehr so viele Sachen, die ich da so feiere. Das Marvel-Universum ist mir zu groß geworden die letzte Zeit, gerade das MCU ist einfach unfassbar übertrieben, ne? Mit diesen ganzen einzelnen Gruppierungen und einzelnen Superhelden, die da zusammenkommen, die Avengers, die Guardians, weiß ich nicht, wer da noch alles mit dabei ist, so, und das ist mir einfach zu viel geworden. Aber die Guardians haben einfach einen mega coolen Humor, ne? Das ist einfach auch so eine coole Filme gewesen, die ich mir auch, ich habe jetzt den zweiten und dritten, glaube ich, gar nicht geguckt, weil das da so anfing, dass mich das genervt hat. Aber das Spiel war auf jeden Fall mega gut, ne? Warum ich das hier jetzt abgebrochen habe und nicht weiter gespielt habe, ich kann es euch bei diesem Spiel wirklich nicht sagen. Es hat mir gut gefallen. Ich habe das auch lange Zeit gespielt. Ich würde mal sagen, so gut über die Hälfte oder so. Aber irgendwie hat es mich dann verlassen. Ne? Ganz oft ist es bei mir auch so, dass dann irgendein neues Spiel kommt und ich mir dann denke, ja komm, dann leg das jetzt mal weg, spielst du später weiter. Ja, und wir wissen alle, das tue ich nicht. Das tut aber keiner. Ne? Also ich würde mal sagen, die wenigsten Leute schaffen es, ein Spiel beiseite zu legen, ein anderes zu spielen und dann das eine weiterzumachen. Ne? Die meisten, wenn die das weglegen, aus den Augen, aus dem Sinn, dann ist das Thema erledigt. Und vielleicht wird es irgendwann nochmal rausgekramt, aber dann natürlich komplett von vorne wieder, weil man dann nicht mehr reinkommt. Ja, und bei den Guardians war das tatsächlich so. Ich fand es auch nicht schlimm, dass es quasi ja nicht die Schauspielerlizenzen hatte, ne, dass man quasi die ganzen einzelnen Charaktere, dass die halt anders aussahen und so, als man die aus den Filmen kennt. War aber auch, glaube ich, ein ganz guter Move, denn dann hätte man natürlich die Schauspieler alle bezahlen müssen wahrscheinlich, dass sie da mitwirken oder wie das dann funktioniert. Oder ob da die Lizenz einfach reicht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich mit Motion Capturing, ne, dann hätten sie schon dabei sein müssen. Das wäre natürlich ultra teuer gewesen. Ja, ob das auch dann so gut gewesen wäre für das Spiel, weiß ich nicht. Deswegen ruhig ein komplett neues Ding aufbauen. Das war schon, glaube ich, okay. Naja, schade. Das habe ich auf jeden Fall damals auch irgendwie dann abgebrochen, nach einer gewissen Zeit. Und wie gesagt, hierbei kann ich euch gar nicht genau sagen, warum. Ich weiß es nicht. Ich hätte fast gesagt, springen wir jetzt mal rüber zu Nintendo. Ist aber Quatsch, denn das Spiel ist nicht von Nintendo. Ich hab's nur auf der Switch gespielt. Und das ist auch so ein Thema. Diese Spiele, eigentlich finde ich sie alle immer großartig. Ich spiele das alles unfassbar gerne. Und zwar rede ich von den Lego-Spielen. Und in diesem Fall von der Lego Star Wars Skywalker Saga. Unfassbar gut. Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn jemand ein vollständiges Lego-Lizenzspiel haben möchte, wo wirklich fast alles mit dabei ist, was man sich so wünscht, dann ist es dieses Ding hier natürlich. Aber ich habe das abgebrochen, weil es mich dann doch irgendwann, es war einfach zu groß. Ne, die Lego-Spiele, die sind alle immer in sich schön geschlossen. Man hat die Filme, die man nachspielt, mehr oder weniger, ne, sei es jetzt Harry Potter, Flug der Karibik und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die ich gerne gespielt habe, weil sie aber sehr kompakt waren. Ne, man konnte irgendwie, weiß ich nicht, in Harry Potter oder damals Flug der Karibik, ich glaube, da habe ich die Platin-Trophäe, da habe ich 15 Stunden für gebraucht, für die Platin. Ne, durch das Spiel an sich, da war man in ein paar Stunden durch. Und das war für mich, für so eine Art Spiel, genau die richtige Größe. Dieses Ding hier allerdings, klar, hier kann ich sowieso keine Platine spielen, ist mir mittlerweile aber auch nicht mehr wichtig, aber das Ding ist einfach zu groß gewesen für das, was es dann war. Klar, es gab auch Abwechslung, ne, indem man da bestimmte, ne, immer wieder andere Level aufbauten, andere Fahrzeuge und, was man alles bauen konnte und hin und her. Und das war schon gut gemacht alles, auf jeden Fall. Aber irgendwie war mir das zu groß für das, was ich da gemacht habe. Quasi immer reinrennen, alles sammeln die ganze Zeit und ja, weiß ich auch nicht. Was mir gut gefallen hat, ist auch hier wieder der Humor, so, ne, den sie da eingebracht haben. Ich erinnere mich am Anfang an eine Szene aus Episode 2, wenn man dann aus dem Film, das war ähnlich wie im Film, ne, wenn man dann mit Anakin und Obi-Wan wieder zu Amidala zurückkommt, ne, und dann am Anfang, ihr kennt das aus Episode 2 vielleicht, wo sie ganz am Anfang dann da die Senatorin Amidala umbringen wollen mit diesem Wurm, den sie da durch die Fenster reinschleusen, und Anakin spürt das, ne, und macht dann diese Würmer da platt. Und ganz am Anfang, da sagt sie zu ihm so, wow, du bist aber groß geworden, so, ne, und ja, ne, dann in diesem Fall hier sagen sie das auch, du bist aber groß geworden, und er steht einfach oben auf so einer Leiter und dreht da gerade so eine Birne rein oder so eine Lampe irgendwie und kommt da von der Leiter runter und ist dann so groß wie sie irgendwie, keine Ahnung. Fand ich mega witzig, solche kleinen Sachen, aber wie gesagt, es war mir einfach dann für das, was es war, letzten Endes zu groß, zu viel
Und das hat mich dann irgendwann angeödet, sage ich mal so blöd. Ne? Das ist aber ein Ding, da muss man jetzt nicht groß wieder reinkommen. Ne? Man kennt die Filme, man weiß, was man in diesen Spielen zu tun hat und könnte jetzt im Grunde sofort wieder da einsteigen und weitermachen. Das ist ein Vorteil von diesen Dingern. Das folgende Spiel ist jetzt ein bisschen, ja, fällt ein bisschen raus aus dem Rahmen, weil das habe ich abgebrochen, weil es mir dann doch auf den Sack ging. Also es war eigentlich, ist es genau meins, denn es ist eine Fun-Sportart, es ist ein Fun-Sport-Game und das mochte ich seit Tony Hawk's Aggressive Inline und diese BMX-Dinger, die es damals auf der PS2 und so gab, alles geil. Und dann habe ich mir irgendwann Skate angeguckt, in diesem Fall Skate 3. Habe ich auch schon mal in dem einen oder anderen Video hier verwurstet. Habe das meistens in Videos reingebracht, in denen es darum geht, dass Spiele mich enttäuscht haben oder dass ich sie nicht gut finde oder so. Und hierbei kann ich schon den Finger drauflegen, warum ich das Ganze nicht weit gespielt habe, weil es ist grundsätzlich, ist es, wie gesagt, Skating-Kram, so, ich bin ein Kind der 90er, aber auch später 2000er fand ich geil, Millennial-Gedöns, ne, mit American Pie, Skating und weiß ich nicht, was alles so, wie das so alles aufkam, deswegen, ich höre aktuell auch wieder die Musik von damals, so, ne, Sum 41 und den ganzen Krempel, diesen California Punk oder wie es heißt. Finde ich alles großartig. Deswegen dachte ich mir irgendwann, hey komm, hol dir mal hier Skate 3 und guck dir das nochmal an. Ja, das war es aber auch dann, ne? Weil es war mir letzten Endes nicht arcadisch genug, kann ich so sagen. Das war schon sehr auf Realismus getrimmt auf der einen Seite. Es war sehr schwierig, in die Steuerung reinzukommen, wenn man ewig Tony Hawk und halt Aggressive Inline gewohnt war, was von der Steuerung, klar, wir hatten Skateboard und Inliner, aber trotzdem war es von der Steuerung her gleich, sage ich mal so. Aber dieses Ding war halt komplett anders irgendwie. Man musste das alles mit den Sticks machen und so und das, oh, ich weiß nicht, ob man es umstellen konnte. Vielleicht war das möglich, aber das hat mich damals halt irgendwie genervt. Und dann dachte ich mir, ey, wenn ihr jetzt hier schon so einen Realismus reinbringt, da gab es aber einen Modus, wo es darum ging, sich möglichst spektakulär die Knochen zu brechen. Da dachte ich mir dann wieder so, ja, das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Also für mich passte es dann irgendwie nicht. Ne? Wie gesagt, eigentlich fand ich das geil. So, ich dachte, ey, cool, endlich noch mal ein neues Skate-Game, ein neues Fun-Sport-Game. Kannst du noch mal reinsuchten irgendwie? Ja, aber das war es dann irgendwie doch nicht. Ne? Weil, wie gesagt, das mir einfach zu realistisch, zu schwierig auch in diesem Fall dann war. Und ich wollte einfach bei solchen Spielen mich dann nicht groß reinfuchsen müssen. Ne? Ich wollte einfach nur losfahren, ein paar geile Stunts machen, ein paar geile Tricks und ein bisschen die Musik nochmal auf mich wirken lassen und so. Da hatte ich Bock drauf, aber das hat es mir leider damals nicht gegeben. Deswegen schade, ne? Es ist, wie gesagt, wäre genau meins gewesen, aber leider haben sie es da für mich verkackt. Ich glaube, viele finden das gut, deutlich besser als die Tony Hawk-Reihe. Es gab ja auch später nochmal einen Tony Hawk-Ableger. Steht übrigens da hinten das Skateboard von der Special Edition damals, von dem Remake von oder Remaster oder was es war von Tony Hawk. Das steht da, finde ich voll gut, das Board. Ja, aber Skateboard fahren konnte ich nie, nur mal so nebenbei erwähnt. Ich war immer so der Inliner-Typ. Hockey spielen und so fand ich immer gut. Naja, whatever. So, nächstes Spiel. Das folgende Spiel, das ist auch ein bisschen traurig, finde ich, dass ich das nicht gespielt habe, weil es zu einer Spielereihe gehört, beziehungsweise der Nachfolger im Grunde von einem Spiel ist, das eins meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt ist, wenn nicht sogar das Lieblingsspiel, wenn ich es nennen müsste, ist, und zwar rede ich natürlich von Secret of Mana, beziehungsweise eben diesem Fall von Trials of Mana. Nein, nicht das Remake von Secret of Mana, das fand ich nämlich gar nicht so schlimm, wie alle immer tun. Hat mir trotzdem Spaß gemacht, aber Trials of Mana ist das Remake zu Secret of Mana 2. Seiken Densetsu zu 3 müsste das dann, glaube ich, sein, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das kam damals raus und ich dachte, boah, geil, du kannst endlich den Nachfolger zu Secret of Mana spielen. Aufgehübscht, in neu, in cool. Und habe mir das Ding natürlich gekauft, habe es angefangen. Und ich fand das so alles geil. So, ich habe auch, jetzt aktuell spiele ich Visions of Mana, was im Grunde ähnlich ist. Also von der Optik her natürlich und alles, das ist. Die Mana-Spiele sind alle sehr bunt und sehr, ich sag mal auch, ja, fröhlich ist jetzt das falsche Wort. Es gibt natürlich auch mal ein paar traurige Szenen oder sowas, aber die Welt ist einfach bunt, fröhlich, einladend und so. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut immer. Und so war das hierbei auch und das ist bei Visions of Mana genauso. Allerdings Visions of Mana, da konnte ich mich jetzt irgendwie viel mehr drauf einlassen. Reden wir dann aber in den nächsten Videos irgendwann mal drüber. Aber Trials of Mana, ich weiß nicht, was mir da gefehlt hat. Ich fand den Anfang recht öde. Ich bin da dumm rumgeirrt.
habe nicht direkt kapiert, was ich machen muss. Ich muss aber auch dazu sagen, ich erinnere mich an diesen Abend zurück, als ich das begonnen habe. Ich war da ultra müde und bin ständig über diese ganzen Dialoge und dieses Nicht-Wissen, was man jetzt da genau tun soll und so, also weil ich einfach nicht aufgepasst habe, ich bin da immer so halb drüber eingepennt. Und das ist halt schon mal grundsätzlich sehr schlecht, wenn man bei einem Spiel, wo man zu Beginn aufpassen muss, weil einfach viele Infos kommen, viele Tutorials kommen und so. Wenn man dann müde ist und immer einpennt und gar nicht sich konzentrieren kann, dann funktioniert das halt einfach nicht. Es gab ganz viele Spiele, wo das so war. Metal Gear Solid 3, Snake Eater 3D auf dem 3DS war ähnlich bei mir damals, da bin ich auch drüber eingeschlafen. Lag aber auch daran, dass mich das auch gar nicht groß interessiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hierbei, eigentlich hätte es mich interessieren sollen, weil wie gesagt, es ist der im Grunde der Nachfolger, das Remake des Nachfolgers von Secret of Mana, was ich zu meinen absoluten Lieblingsspielen zähle und mein Gaming-Leben und mein Empfinden für Videospiele absolut geprägt hat damals. Ja, und so, ja, so krümelt der Keks normal, oder wie sagt man, ne? Das ist leider, hat mich das nicht enttäuscht. Ich fand es ja gut. Also die Optik hat mir gefallen, das Gameplay hat mir auf Anhieb gefallen, das, was ich verstanden habe davon und so. Vielleicht wäre das auch etwas, was ich mir nochmal reinziehen muss oder so, einfach damit ich diese Mana-Reihe mal komplettieren kann. Ne? Wobei ich sagen muss, dass bei den Mana-Spielen das häufig so das Problem war. Auch Children of Mana und Sword of Mana für Game Boy Advance und für den DS, die habe ich auch angefangen, aber alle nie weit gespielt, weil immer irgendetwas mich da abgehalten hat. Sei es dann andere Spiele, die dann irgendwie mich mehr interessiert haben oder einfach, weil ich dachte, weil das waren auch schon ältere Spiele, als ich die angefangen habe und dann sowas nachholen. Ist manchmal schwierig bei mir. Naja, whatever. Trials of Mana, eigentlich genau meins, weil JRPG, Mana und dann, ja, leider nicht lange gespielt. Schade. Trials of Mana. Naja, egal. Dafür habe ich ja jetzt das hier. Schon mal ein kleiner Spoiler. Ne, ihr wisst ja, Pickups kommen erst wieder Ende des Jahres. Da werdet ihr das dann auch sehen irgendwann. Gut, dann würde ich sagen, Trials of Mana. Jawolski, das waren 5 Spiele. Es gibt mit Sicherheit noch mehr in meinem Regal, aber es waren 5 Spiele, die ich eigentlich vom Genre und vom Typ her und von allem Kram, wobei Genre und Typ ist ja fast das gleiche, egal, die ich mega gut finde eigentlich, aber die ich nicht beendet habe aus diversen Gründen. Und jetzt dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob es bei euch entweder auch solche Spiele gab, wo ihr sagt, ey, das ist genau meins, aber ich habe es abgebrochen aus irgendwelchen Gründen. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne was zu meinen Spielen jetzt schreiben, was ihr darüber denkt. Ihr kennt das Ganze. Gut, dann würde ich sagen, bin ich jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.